Hallo und herzlich willkommen in Stockholm. Genau, ich bin hier mit meiner Freundin Corinne und wir sind, wie gesagt, in Stockholm. Hinter mir seht ihr den, was ist das, ein Kanal? Ja, ein Kanal. Und warte, ich zeige euch mal vorne nachher gleich, weil die Aussicht ist gerade echt schön und ach, das Wetter ist auch super. Es hat geheißen, es wäre nicht so schön, aber ihr seht, die Sonne scheint, das ist super cool. Ja, wir sind 3 Tage hier und ich denke, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Viel Spaß! Okay, wir sind gerade in einer Bar, Café, Restaurant, irgendwas und wir essen gerade beide für unter 10 Euro eine Pizza, so viel Getränke wie wir wollen und so viel Salat wie wir wollen. Mal gucken, ob ich wirklich noch Salat hole, aber die Pizza sieht sehr gut aus, ich zeig sie euch mal. Ja, und dann würde ich sagen, guten Appetit! Es ist jetzt hier der 2. Morgen und heute heißt es schon wieder ab nach Hause. Aber ich dachte, ich zeige euch vorher noch mal kurz, wo wir denn hier überhaupt gewohnt haben, die letzten 3 Tage. Denn, oh, ihr hört meine Stimme. Denn wir waren in einem Airbnb von Jan. Und ich denke, das zeige ich euch jetzt mal. Hier haben wir das Schlafzimmer, / Bett in einem Raum. Sehr gemütlich, die ganze Wohnung ist eher klein. Ein Esszimmer, eine hübsche kleine Küche und dann hier ein richtig großes Wohnzimmer mit Corinne. Hallo, hallo. Ja, ein Fernseher, der auf Spanisch eingestellt ist und nicht funktioniert. Immer schön. Dann hier unsere super coole Aussicht. Guckt mal. Samt kleinem Balkon, für den es leider zu kalt war. Hallo wieder mal, heute von draußen, oder jetzt von draußen besser gesagt. Ihr seht hier im Hintergrund schon das Wasser. Da gehen wir aber nicht hin, nicht direkt. Wir gehen heute ins Fotografiemuseum von Stockholm, uns das mal ein bisschen angucken. Und es ist so schönes Wetter. Ja, und da, ihr seht es nicht, ich zeige es euch gleich, sieht man auch den Freizeitpark von Stockholm, der ganz interessant aussieht, wenn man nicht an panischer Höhenangst leidet, so wie ich. Aber er sieht ganz nett aus. So, ihr habt gesehen, wir waren im Fotografiemuseum von Stockholm und ich kann nur sagen, ich kann es jedem empfehlen. Die Ausstellungen sind alle super cool. Also die wechseln natürlich ständig, aber jetzt die momentan da waren, waren so cool. Ich habe versucht, da drin ein bisschen zu filmen. Es war ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, ob sowas geworden ist. Wir werden sehen. Und momentan laufen wir wieder so ein bisschen Richtung Altstadt, da wo wir gestern waren. Versuchen aber übers Wasser
auf eine andere Insel zu kommen. Ich weiß gar nicht, welche da drüben ist. Müsste das Södermalm sein? Ich weiß es nicht. Naja, aber das Wetter ist schön. Es ist ein bisschen kalt. Es gibt viele neue Pokémon hier. Ja, und dann würde ich sagen, spreche ich später nochmal mit euch. Wir sind gerade auf dem Weg zurück zum Hauptbahnhof, weil wir langsam an den Flughafen müssen. Aber wir sind hier irgendwie ans Wasser gekommen und die Sonne geht gerade unter und es ist super schön. Ich dachte, ich muss euch das mal zeigen, weil also Stockholm zeigt sich gerade von seiner besten Seite, muss ich ehrlich sagen. Es ist eiskalt, aber so schön, dass es mir schon fast wieder egal ist. Fragt euch bestimmt, hast du nicht gesagt, du gehst an den Flughafen? Hab ich. War ich auch. Nur leider wurde unser Flug gecancelt. Das heißt, wir verbringen mehr oder weniger unfreiwillig eine weitere Nacht in Stockholm. Toll, ne? Und morgen um 7 Uhr haben wir unseren Flug. Das heißt, wir dürfen um 4:30 frühstücken gehen und dann zurück an den Flughafen, worauf ich mich schon freue. Und naja, ich guck mal, was ich jetzt noch so mache, weil so eine Kacke, Mann. Es ist kurz vor Mitternacht, wir müssen in 4,5 Stunden wieder aufstehen und haben gerade locker 20 Minuten, haben es nicht geschafft, so eine blöde LED-Leiste da über dem Fernseher auszuschalten. Und die war so hell, dass ich beschlossen habe, den Zimmerservice zu rufen, um uns zu helfen, das Licht auszumachen. Und der werte Mann wusste auch nicht, wo der Schalter war. Also hat er jetzt das Kabel quasi aus der Wand rausgeholt und ausgesteckt. Aber hey, immerhin ist es jetzt dunkel und wir kriegen unsere 4,5 Stunden Schlaf. Das ist doch gut. Oh, dieser Trip macht mich fix und fertig. So, guten Morgen. Es ist gerade kurz nach 6:30 und das Boarding sollte jetzt dann anfangen. Wir sind, wie ihr seht, am Flughafen. Wir haben es geschafft. Es war ziemlich anstrengend. Aber naja, ich freue mich jetzt auf den Flug, denn da kann ich schlafen. Und zu Hause kann ich weiter schlafen und schlafen. Ja, das ist der Plan. Naja, wir sind heute um 4.30 Uhr ungefähr aufgestanden. Naja, mehr oder weniger. Und haben dann gefrühstückt. Es ging alles ganz schnell. Und dann mit dem Bus wieder an den Flughafen. Zuerst zum falschen Check-in, dann selbst Check-in machen, dann Baggage Drop-off und es war alles ein bisschen viel für die ersten 6 Stunden von dem Tag. Aber hey, jetzt ist es vorbei und ich würde sagen, ich melde mich, wenn wir sicher zu Hause gelandet sind. Ich sehe aus, als wäre ich tot. So fühle ich mich auch. Ihr glaubt gar nicht, was das für eine Odyssee war, jetzt nach Hause zu kommen von Schweden, von Stockholm. Ich bin todmüde. Es war wirklich ein kleines Abenteuer für sich. Aber ich muss sagen, ich kann die Stadt
wirklich jedem wärmstens empfehlen. Es ist super schön. Vielleicht würde ich aber eher so im Sommer gehen, wenn es nicht ganz so kalt ist, außer es macht euch nichts aus. Und es gibt so viel zu entdecken, da einfach, wir sind jetzt quasi 2 Tage einfach nur rumgelaufen und haben so viel Cooles gesehen. Also es lohnt sich tatsächlich. Ja, das war gleichzeitig auch meine erste Vlogging-Erfahrung. Es war sehr komisch teilweise. Ich war froh, haben mich die Leute da oben nicht verstanden. Aber ja, also ich meine, es macht auch Spaß. Und ich hoffe, ich habe es nicht allzu schlecht gemacht. Das sehe ich dann im Schnitt. Jetzt würde ich erstmal sagen, beenden wir hiermit das Abenteuer Stockholm hier in meinem Bett, wo ich mein erstes Video gefilmt habe. Und ich würde sagen, wie immer, für euch bleibt cool, passt auf euch auf und ciao zusammen.